Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dickkopf. Ich bin Joshua und das ist Jona und wir beide sind die Moderatoren der heutigen Folge. So, wir haben drei tolle Produktionen mitgebracht. Ich glaube, alle aus dem Hause DC, wenn ich mich nicht irre. Es sind auf jeden Fall zwei definitiv aus dem Hause DC Black Label. Und da starten wir gleich mal mit einer aktuellen Erfolgsserie, die ich sehr gefeiert habe. Man muss da einfach dazu sagen, werden schon länger beobachtet, dem wird aufgefallen sein, dass ich ein sehr großer Fan der DC Black Label bin, weil da einfach so tolle Sachen bei rumkommen, teilweise auch mit Superhelden und Schurken, wo ich normalerweise nicht viel mit anfangen kann, aber seitdem die da wirklich so geil aufgelegt werden in solchen Hardcover Graphic Novels, finde ich das einfach genial. Und hier haben wir zum Beispiel wieder eine Serie von Rorschach, die haben wir auch schon, zumindest die Nummer 1 haben wir vorgestellt. Und jetzt halte ich hier die Nummer 3 in der Hand. Es gibt insgesamt 4, wenn ich mich nicht irre, von dieser Serie. Also es ist der vorletzte Band. Und erstmal dazu, holt euch alle Bände. Es lohnt sich. Gerade weil Rorschach nicht unbedingt immer im Fokus steht und dadurch es sehr viele Möglichkeiten den Autoren gegeben hat, daraus eine riesen Story zu machen. Gerade weil Rorschach gar nicht auch in diesen Bänden so wirklich auftaucht. Es ist eher sein Auftreten, sein Gesicht. Denn wir haben, wie in einer vorherigen Produktion schon vorgestellt, in dieser Serie nämlich ein Attentäter. Und zwar möchte nämlich ein gewisser Herr in einem Kostüm, was halt aussieht wie Rorschach, der aber zufälligerweise eigentlich schon als tot erklärt ist, den Präsidentschaftskandidaten Turley umbringen. Hat leider nicht so ganz hingehauen. Dennoch muss die Polizei natürlich was machen und die haben es tatsächlich geschafft, diesen Attentäter zu fassen. Und haben ihn im selben Zuge erschossen, ne? Leichte Arbeit, Fall zu Ende, Mappe zu, Ende aus. Leider nicht, denn es gibt weitere Probleme, denn ein Sonderermittlerteam, die treffen auf einen weiteren Mann mit einer weiteren Rorschachmaske. Ja, scheiß gelaufen, würde ich sagen, ne? Dadurch wickelt sich der ganze Fall mal wieder ganz neu auf. Die kommen wieder zurück zum Comiczeichner Frank Miller, den kennen wir auch schon aus Band 1 und Band 2. Und der führt die beiden aus irgendwelchen Gründen auch immer, die ich jetzt nicht verrate, zu dem Planungsort, wo der Attentäter und dessen Freundin, die übrigens Kit heißt, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, wo die beiden halt praktisch dieses Attentat geplant haben. Und dort finden sie eine wirklich sehr große Überraschung, also Überraschung jetzt mal im negativen Sinne betrachtet. Ich würde eher schon fast sagen, die saß da, aber was es ist, verrate ich auch nicht. Weil wie gesagt, es ist eine Graphic Novel, die haben 76 Seiten. Da geht es wirklich mehr ums Detail der Zeichnung und dementsprechend möchte ich auch nicht so viel vom Inhalt verraten. Insgesamt kommen wir hier auf 15 Seiten. Autor, wie immer, Tom King, den kennen wir auch schon. Ich bin ein riesen Fan mittlerweile, ähnlich wie Tom Taylor. Also die haben gute Toms in ihrem Team in DC. Und als Zeichner haben wir Jorge Fornes. Und die beiden haben wirklich ein tolles Werk hingelegt. Ich freue mich schon. Ich freue mich auf die Nummer 4 und dann ist die Reihe endlich komplett in meinem Regal. Was sich übrigens mittlerweile füllt an DC Black Label Dinger. Also wenn ihr mir nachmachen wollt, es lohnt sich. Gut, wir kommen jetzt zu Nummer 2. Ein etwas dünneres Heft, nicht geeignet zum Hinstellen, aber hinlegen kann man es ja auch. So, ich kann es ja auch ins Regal neben ein paar anderen Bänden stellen. Nein. So, kommen wir jetzt mal wieder zu einem sozusagen neuen Sonderband seiner neuen Reihe und die heißt Batman Fortnite Fundament Band 1 und im Vorfeld muss man sagen, es gab schon im Vorfeld so Batman Fortnite Crossovers. Das stimmt. Auch hatten wir übrigens auch schon, ja, schön, dass in du mich unseren unterbrichst. Produktion. Bla bla bla. Ja, ich sag's. Nein, jetzt pssst. Aber das und klingt zu gut. Soll ich jetzt anfangen oder möchtest du noch irgendwas sagen? Wenn du möchtest, kannst du anfangen. Haha. So, also die Stories aus den anderen Bänden, die wir schon vorgestellt haben, bauen sozusagen, beziehungsweise der Band baut auf diesen Stories auf. Und ja, man muss sagen, wie auch schon in anderen Bänden vorgestellt wurde, es ist ein Riss im Himmel von Gotham aufgetaucht. Und dieser mysteriöse Riss, da möchten halt super viele Superschurken gerne rein, man weiß ja nicht, wo es hingeht. Und Batman an sich war selber schon mal in der Welt, weil er nicht mehr diesem Sog des Risses entkommen konnte. Und er landete in einer Welt, die wie einem Videospiel aussah. Er konnte nicht sprechen, er wusste auch nicht, wo er ist und teilweise war auch die Natur sehr komisch, weil irgendwelche Grenzen Stürme zurückgehalten haben, die sonst eigentlich über ihn hinwegfegen müssten
Und er ist anderen aggressiven Kämpfern begegnet, mit denen er sich nicht absprechen konnte. Aber er konnte jedoch entkommen. Und ja, er ist wieder zurück in seine Heimatstadt, aber der Riss ist immer noch da und er wird immer größer. Und man muss sagen, mittlerweile hat sich selbst die Justice League of America eingeschaltet, damit man versucht halt diese Schurken von dem Riss fernzuhalten, die halt da rein wollen. Und ja, jetzt machen wir erstmal einen kleinen historischen Vergangenheitssprung. Eher gesagt eigentlich nur 5 Minuten, 10, 20 Minuten in die Vergangenheit. Und da muss man sagen, dass ein mysteriöser Superheld oder Superschurke, man weiß es nicht genau, es wird erstmal nicht erklärt, auftaucht in Gotham und der heißt das Fundament. Und dieser will den Riss vor dem imaginierten Orden schützen. Und es passiert halt so Batman ist ja eigentlich weiß, was in seiner Stadt vorgeht. Und so weiß er auch, dass das Fundament aufgetaucht ist und es kommt sehr schnell zu einem Aufeinandertreffen, was auch etwas blutig endet. Aber im Endeffekt fällt den beiden auf, dass sie beide gegen diesen imaginierten Orden kämpfen, die den Nullpunkt, so heißt dieser Riss, jetzt schon lange kontrollieren und manipulieren. Und sie wollen halt versuchen, diesen Orden zu stoppen. Und dazu arbeiten sie jetzt im Team. Also das Fundament und Batman kämpfen nun gemeinsam. Man muss sagen, das ist erstmal so der Anfang der Story und da das Heft ja auch nicht so dick ist, enthält es auch nicht so krass viel Story. Deshalb möchte ich eigentlich auch gar nicht viel sagen dazu mehr, weil sonst würde ich euch den ganzen Band spoilern und das möchte ich auch nicht. Aber ich kann euch jetzt die Autoren sagen. Die heißen Christos Engage, Donald Mustard und Scott Snyder. Und dann haben wir den einzelnen Zeichner Joshua Hickson oder Hickson. Ich denke mal. Ich glaube Hickson. Hickson. Hickson Son. Ja, und man muss sagen, zu diesen Bänden gibt es immer was Besonderes. Da es ja ein Crossover mit dem Fortnite-Spiel ist, kriegt man einen Skin mit einem Gutscheincode, der hier drin steht, freigeschaltet. In diesem Fall ist es ein Skin, der Batman, der lacht, zeigt. Wir hatten zum Beispiel schon mal Harley Quinn oder allgemein Batman. Und ja, der Band hat 52 Seiten und kostet 5,99 €. Und ich finde, das ist an sich für die Menge an Seiten, aber auch diesen Skin, den man dazu bekommt, echt angemessen. Sehr schön, und jetzt kommen wir zu einem weiteren angemessenen Band, und zwar wieder zurück mal zu meinem geliebten DC Black Label, wer hätte es gedacht. Und zwar halte ich hier nämlich die aktuelle Folge Batman Catwoman 2 in der Hand. Und zwar ist uns leider da ein Malheur passiert, wir haben leider die Nummer 1 vergessen vorzustellen. Wer sich aber dafür interessiert, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was bei dicko.de zu finden, und ansonsten werden wir euch da weiterhin auf dem Laufenden halten, was die folgenden Bände betrifft. Erstmal zu dem Topic, was ist überhaupt los, weil wir haben ja immer so eine gewisse Grundlinie in unseren DC Black Label Bänden, und in dem Fall ist der Joker tot. Wow! Also ich meine, größeres Highlight kann es gar nicht geben, und ich finde allein also mein Kameramann findet das gut, ich finde es eigentlich schade, weil ich muss wirklich sagen, ich finde, der Joker ist eine sehr inspirierende Figur. Passend dazu kann ich übrigens auch nochmal den Kinofilm wärmst empfehlen. Ich war einer der Letzten, der kurz vor Beginn der Corona-Pandemie noch im Kino saß und mir den angeschaut habe. Übrigens ein kleiner Seitenhieb nebenbei. Mein letzter Kinobesuch bis dahin. Ja, und Problem ist, gut, jetzt könnte man ja meinen, da hat jetzt jemand den Joker umgebracht und macht da ein riesen Ding raus, von wegen, ja, ich bin hier der Große, ne, der diesen praktisch großen Star in Gotham City umgebracht hat. Ne? Also Joker ist ja eine wahre Legende. Macht aber keiner. Und ja, eigentlich könnte man meinen, ja gut, dann ist er halt tot, ne, lassen wir zu, machen wir Schublade dicht und aus, geht aus. Noch. Machen wir aber nicht. Ne, denn es ist nämlich so, jetzt wird es ein bisschen banal, die Superin Batwoman und Selina wollen nämlich den Mörder finden. Aber nicht unbedingt aus dem Grund, weil sie jetzt sagen, ja gut, jeder hat irgendwie Aufklärung verdient und so, ne? Wir wollen alles, lohnt sich in Gotham City sowieso nicht, gibt zu viele Morde, vielleicht sogar mehr als Einwohner, wir wissen es nicht. Dann wird es ja keine Einwohner mehr geben. Ah, egal, lass mit. Ihre Vermutung ist, dass Catwoman der Mörder ist. So, das ist natürlich eine sehr schwierige und mysteriöse Behauptung, und das weitere Phänomen ist halt, wie schnappt man bitte eine so starke Figur wie Catwoman, weil die ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, zumindest bisher nicht, wäre mir neu. Und ja, deswegen muss man einfach sagen, es ist eine Jagd hinter einem Profi.
Und dann kommt noch ein weiteres Problem hinzu, denn wir haben ja auch noch Jokers Freundin bzw. Frau, ändert sich ja mal wieder, also die Lebensgefährtin könnte man eigentlich fast sagen, Harley Quinn. Und die ist ja schon in einem normalen Zustand, in ihrem normalen Alter könnte ich fast sagen, schon ein bisschen brutal unterwegs. Und ja, jetzt wo ihr großer Schatzi weg ist, ist sie noch brutaler unterwegs und alles, was sich ihr in den Weg stellt, wird abgemurkst. Also ein größeres Blut könnte man sich gar nicht vorstellen. Problem ist, da sich ja Batwoman und Selina in diesen ganzen Fall eingemischt haben, landen sie vorher oder später dann in das Fadenkreuz. Ich habe schon wieder ein Sprichwort verkackt. Ich lasse es einfach dabei. Landen die halt auch in diesem Fadenkreuz. Und geraten müssen sie ins Fadenkreuz. Ganz einfach. Geraten sie ins Fadenkreuz. Schwierige Sache, sehr schwierige Sache. Na, auf jeden Fall müssen sie da stark aufpassen, also aufgepasst. Insgesamt eine wirklich tolle Sache. Auch hier wieder der Autor Tom King, ich brauche ihn gar nicht mehr loben, er ist gelobt worden. Und Zeichner Clay Mann, mit Doppel-N übrigens. Und wir kommen hier auf 84 Seiten für nur 18 Euro. Hardcover lohnt sich, holt euch den Band. Und ich würde sagen, das war's auch heute schon wieder mit der heutigen Folge. Das ist auch gut so, sonst muss ich noch mehr Sprichwörter rausholen und das endet nicht gut. Das ja. War's heute auch schon mit heutigen Folge. Super. Genau. Ja. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, auch Dinge, wo nicht so viele Sprichwörter von mir drin sind, kann ich nur empfehlen. Wir haben nämlich noch weitere Mitarbeiter, die hinter der Kamera arbeiten. Dann schaut doch einfach mal bei dickop.de vorbei mit Doppel-K und Doppel-P. Dort findet ihr vieles mehr rund um uns, rund um die Dickop-Redaktion. Und wenn ihr anlässlich des aktuellen Jubiläums unseres YouTube-Kanals, denn dort haben wir die 100 geknackt, was die Videos betrifft, mal vorbeischauen wollt, dann macht das doch gerne. Dort haben wir vieles Neues, vieles Altes und ein riesen kunterbuntes System an verschiedenen Heften, Comics, Büchern etc. Schaut einfach mal rein. Empfehlenswert. Ansonsten lasst doch gerne einen Like da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer up to date und schreibt uns aber auch gerne einen Kommentar. Wir versuchen so schnell wie es geht zu antworten. Ansonsten schreibt uns gerne eine E-Mail an die info@dickop.de. Jawohl, und auch dort werden wir euch natürlich regelmäßig antworten. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, haltet die Ohren steif. Bis dahin, alles Gute.